Und ansonsten dieses 1-1, da musst du mehr arbeiten, aber da kommst du rein, ja? Komm, Tommy, letzter Satz, ey. Hallo, herzlich willkommen, nicht aus der Tischtennishalle, sondern hier tatsächlich aus der Sächsischen Schweiz. Ich bin kurz davor, einen wichtigen und schönen Videodreh mit Ali zu machen. Sein letztes Spiel in der dritten Bundesliga. Und ich mache mir so Gedanken, letztes Jahr habe ich ja den ersten Teil gedreht mit ihm, der ist super eingeschlagen. Und jetzt möchte ich Teil 2 drehen, der auch ein Zweiteiler wird und richtig Spannung erzeugen. Ja, und Sonntag werde ich früh hier losfahren. Direkt nach Berlin, direkt nach Reinickendorf mit meinem ganzen Kamera-Equipment. Und dann will ich was ganz Besonderes mit Ali machen. Freut euch, was jetzt kommt in den zwei Teilen. Wir haben so ein paar Tricks, ein paar Ideen, wie wir es mal anders Tischtennis jetzt präsentieren werden. Lasst uns starten, los geht's. So, am Wochenende das wichtigste Spiel in der Liga für uns um den Klassenerhalt. Und jetzt zwei Tage davor habe ich Torben als Trainingspartner irgendwie gewinnen können. Und ich spiele ja auch am Wochenende gegen einen Linkshänder. Deswegen war das für mich nochmal wichtig, dass ich da einen guten Trainingspartner habe. So Leute, jetzt nochmal zum Mannschaftstraining. Nach dem Training mit Torben, der ist der Linkshänder und ich spiele auch gegen einen Linkshänder am Wochenende, geht es jetzt zum Mannschaftstraining, um da nochmal eine gute Stimmung aufzubauen und dann am Wochenende alles zu geben. Wir schaffen das, ey. Wir müssen das schaffen einfach. Hallo liebe Tischtennisfreunde, ich werde gleich meine Tasche packen, ordentlich was frühstücken und dann geht es auch zum Spiel. Wir werden alle schon ein bisschen früher da sein, um uns wirklich mental vorzubereiten und auch in der Halle ein bisschen zu sitzen, alles entspannt angehen zu lassen. Es ist halt immer wichtig, dass man nicht am Tag des Spiels, gerade bei so einem wichtigen Spiel, in Hektik verfällt oder zu viel Stress hat mit dem Aufbauen und hier und da. Deswegen machen wir das lieber früher, sitzen noch ein bisschen entspannt mit der Mannschaft und dann schauen wir, was passiert, ja? About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for, take my hand, we'll make it, somehow we can't miss out, I'm done living life with the lights out, die with my own doubts, be free. Let's go, let's be free with me.
Das entscheidende Spiel war das. Füchse Berlin gegen Kassel. Nur mit einem Sieg können die Füchse die Klasse halten und nochmal dritte Bundesliga spielen. 4-4 und es ist enorm wichtig. Es geht nämlich immer mit Doppel los und gefolgt von 8 Einzeln maximal. Es ist immer wichtig, einen guten Start zu haben, ein gutes Gefühl für den Tag zu haben und der Mannschaft einen Kick zu geben. Und da muss mindestens ein Doppel gewinnen, weil stellt man sich vor, man geht aus dem Doppel 0-2 raus, das ist ganz, ganz schwer noch zu gewinnen, denn man braucht aus den folgenden 8 Spielen mindestens 6 Siege. Nein, man braucht 6 Siege, sagen wir es mal so. Deswegen muss man ja auch taktisch clever denken und mindestens ein gutes Doppel stellen. In der Phase der Saison, am letzten Spieltag, war es dann Ali mit Sebastian Borchert. Und die beiden spielten wirklich wie aus einem Guss und konnten das andere Doppel über den ganzen Zeitraum in Schach halten und ihr Spiel ihnen aufdrängen. Es sieht dann immer sehr, sehr leicht aus, also was sie da machen. Sieht nicht besonders aus, aber sie hatten ein leichtes Händchen, die beiden, Sebastian und Ali, und wirkten wirklich dominant. Und infolgedessen konnten sie einen 3:0 Erfolg einfahren. Ein guter Beginn. Dann ging es weiter im Einzel. Ali spielte an Position 2 und musste nun zuerst gegen den besten Mann von Kassel spielen. Das ist Albert Villadel. Ein junger, hungriger Spieler, Materialspieler auf der Rückhand mit Noppe und Vorhand mit einer brachialen, aber sehr platzierten Vorhand. Es konnte nur ein gutes Spiel werden. Die Atmosphäre war super, es waren unheimlich viele Zuschauer in einer relativ kleinen Halle da und das macht immer die Stimmung wahnsinnig laut, es scheppert richtig. Dafür spielt man auch sehr, sehr gerne Tischtennis. Es ging sehr gut los. Nahtlos an die Doppelleistung konnte Ali anknüpfen und mit 1:0 in Führung gehen. Es lief gut. Schön vorne. Wahnsinn, was der denn bekommt. Wir sehen.
Doch auch ich sage immer, das geht meistens nicht so weiter. Hier spielen zwei sehr, 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 sehr gute Spieler gegeneinander, die auf einem hohen Niveau in Deutschland spielen. Und sie sind nun mal auch nicht umsonst da oben. Und natürlich ist genau das passiert. Albert Wiederdel stellte um und setzte nun das um, was er sich vornahm, und drückte nun sein Spielsystem Ali auf, der darauf immer mehr, immer weniger Antworten fand. Und dann der dritte Satz war schon echt ein kleiner Tiefpunkt. Ali verlor natürlich diesen Satz, keine Frage. Aber auch wie er verlor, man hatte als Zuschauer nicht den Eindruck, als Außendastehender, dass Ali jetzt eigentlich noch eine Chance hatte. Ja, er hatte auch keine so gute Körpersprache und fand auch kein Mittel. Vorhand wieder. Schön abgelegt. Schade. Aber was mir dann wiederum gut gefallen hat, ist das Coaching. Die Betreuerin von Ali, die ehemalige türkische Nationalspielerin, hatte ein sehr gutes Auge. Sehr genau hat sie hingeschaut. Und in diesem Moment, nach dem dritten Satz, da muss irgendwas passiert sein. Da gab es eine Diskussion, die ich leider nicht mitbekam, weil ich diese Sprache nicht spreche. Aber da muss vieles Richtiges passiert sein. Deswegen ist übrigens Coaching auch so, so wichtig. Da wurden taktische Platzierungen gesagt. Wie muss jetzt auf- oder rückgeschlagen werden, damit Ali besser ins Spiel kommt? Da wurde was gesagt und man kann sagen, es hat auf jeden Fall Früchte getragen. Doch wird es auch reichen, um das ganze Spiel zu gewinnen? Nach dem dritten Satz, da muss irgendwas passiert sein. Da wurden taktische Platzierungen gesagt. Wie muss jetzt auf- oder rückgeschlagen werden, damit Ali besser ins Spiel kommt? Da wurde was gesagt und man kann sagen, es hat auf jeden Fall Früchte getragen. Doch wird es auch reichen, um das ganze Spiel zu gewinnen? Dann habe ich mit meinem Coach geredet, mit der Gökçenur, und da haben wir zwei kleine Veränderungen vorgenommen, uns dafür entschieden, dass ich den Aufschlag zwischen Mitte und Rückhand spiele, so dass er nicht komplett drücken kann, sondern so einen kleinen Schritt oder so ein bisschen angewinkelt mit seinem Ellenbogen nach vorne muss. Somit habe ich dann die Bälle ein bisschen näher zur Mitte bekommen, konnte dann eine viel bessere Qualität spielen. Und Gökçe hatte mir gesagt, dass ich mehr mit der Vorhand annehmen sollte. Und das war für mich natürlich ein bisschen fremd, weil ich gerne flippe und so. Und ja, dann habe ich halt mit der Vorhand mehr angenommen, weil wenn ich mit der Rückhand geflippt habe aus der Vorhandseite, dann kam er direkt wieder in meine Rückhand, der Ball. Und da stand ich dann immer ganz schön schlecht da. Also habe ich mit der Vorhand angenommen und dann wurde es tatsächlich sehr, sehr einfacher. Also
bisschen einfacher, als es sonst war. Der vierte Satz war sehr, sehr offen. Zwar hatte Ali immer ein, zwei Punkte Rückstand, doch er hatte wieder einen bestimmten Ball, einen bestimmten Zug, der ihn immer wieder zu Punkte brachte. Der Gegner übrigens genauso. Doch was dann passierte, das sieht man nicht aller Tage. Ali lag immer im Rückstand, konnte ausgleichen, Matchbälle mehrere abwehren. Und einer davon war wirklich, wirklich allererste Sahne. Und dann habe ich halt auch diese Matchballabwehr, wo er Topspin zieht, ich ziehe Topspin, er macht mit der Noppen kurzen, habe ich dann halt durchgezogen. Das war halt wichtig, um den Gegner auch ein bisschen zu beeindrucken und zu verunsichern. Das macht eine Menge aus. Doch, das reicht ja meistens nicht. Er musste auch noch den Spieß umdrehen und selber erst Satzbälle sich erkämpfen und dann auch umsetzen. Nach mehreren Versuchen klappt es dann endlich. Das Publikum war voll in der Ali und man hatte nicht mehr das Gefühl, dass das Spiel mal von links nach rechts schwimmt und dann von rechts nach links. Nein, der Fokus war voll da und Ali konnte jetzt im fünften Satz zumachen und genau das passierte. Ich habe ja 3-4 Matchbälle gegen mich gehabt. Es war halt so 11-10 für ihn, 12-11 für ihn, 13-12. Ich habe mir nur eine Sache gewünscht, dass ich einmal nur führe. Weil wenn du einmal führst, dann ist der Gegner auch psychologisch am Ende, gerade bei so einem Satz. Er braucht nur einen Punkt, dann hat er das Spiel gewonnen. Und somit habe ich dann halt mir nur gesagt, Step by Step, ich will nur einen Punkt. Ich wollte nicht den Satz, ich will den Punkt. Und dann habe ich weitergedacht, jetzt einmal führen. Und dann habe ich halt auch diese Matchballabwehr, wo er Topspin zieht, ich ziehe Topspin, er macht mit der Noppen kurzen, habe ich dann halt durchgezogen. Das war halt wichtig, um den Gegner auch ein bisschen zu beeindrucken und zu verunsichern. Das macht eine Menge aus. Ja. Genau, du musst 1-1 spielen gegen ihn. Alles, wo du zweimal hinspielst, ist nicht so gut. Rückhand umläuft er nach dem ersten. Vorhand zweimal ist auch doof. Eins, zack, eins, ab. Immer ein bisschen beschäftigen. Ja? Ja, wenn er schraubt, dann musst du gleich.
Komm, Tommy, du holst es. Er muss 1-1 spielen, weil dieses zweimal, man merkt total, dass der immer Falkenberg spielt. Der spielt den hier, geht rum und dann ist er in der Vorhand wieder gut. Aber spielt so 1-1 und beschäftigt ihn so ein bisschen. Ist okay, wenn ich neben dir stehe? Ja, ja. Oh, freut mich. Auch danke. Sohnemann ist auch da hinten. Ja, habe ich schon. Bewegt sich. Schön zum Aufpassen. Ja, ja. Schade, richtig, richtig. Komm, Thomas, komm. Yes. Genau, Tommy. Sehr gut, Tommy. Siehst du, 1-1 direkt weg. Kannst du nicht ändern. Schade. Gut, Thomas. So kommst du rein. Oh, jetzt kommen Partystings. Der hier, gucken. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Na, oh. Go! Super! Genau so musst du den spielen. Perfekt umgesetzte Taktik. Alles gut. Komm weiter, komm. Komm, Tommy, Zeit lassen. Jawohl. Der Schuffball war gut. Macht es öfter. Ich muss zwischen kurz und lang und flippen dahin. Genau, dieser Schuffball, dann der war gut. Da genau. Ist jetzt auch sehr viel Spin gezogen, sehr viel Spin. Genau, also wenn du über Rückhand gehst, wenn du zweimal über Rückhand gehst, spiel den zweiten lieber mit Spin, da hat er mehr Probleme. Und ansonsten dieses 1-1, da musst du mehr arbeiten, aber da kommst du rein, ja? Komm, Tommy, letzter Satz, ey. Als Ali dann wieder an den Tisch ging zum zweiten Einzel, stand es bereits 5-1. Doch während seines Matches ging es schon auf 5-2, wurde es etwas knapper, weil Sebastian das andere Spiel verlor. Alle gingen an den Tisch und ich so, ich konnte ja in Ruhe zuschauen, das verliert er nicht. Gewinner. Warum? Ihr habt vielleicht in Teil 1 gesehen. Er hat mit einem Linkshänder mit Torben Wosig trainiert, einen ehemaligen deutschen Meister, hohes Niveau. Er schien gut vorbereitet, gut fokussiert und alles war angerichtet, dass er diesen 6. Punkt holte und das passierte auch. Noah Weber, der Spieler, war ein Linkshänder. Sah sehr, sehr schön aus, sein Spiel. Doch eigentlich konnte Ali sein Spiel durchbringen. Er war immer der dominantere Mann am Tisch. Ja, also genau, gegen Norweber war es halt so, dass ich nicht so viel taktische Veränderungen vornehmen musste, weil ich ganz gut mit der Taktik, die ich im Kopf hatte, gut reingekommen bin. Im dritten Jahr. Ja, ich habe ja Freitag mit Torben Wosig halt trainiert und habe dann halt halblange Aufschläge auch gegen Torben zum Beispiel gemacht. Das ist immer gut gegen Linkshänder und habe auch viele angenommen. Ich bin halt sehr rückhandlastig, gerade gegen Linkshänder. Das habe ich jetzt komplett weggelassen. Das war auch ein entscheidender Punkt, weil dann konnte ich kurz legen, konnte auf die Bälle warten und konnte ganz gut agieren. Genau, so war das zweite Spiel oder die ersten drei Sätze. Und dann Partystimmung. Ja, danach ist wirklich ein Felsen von meinem Herzen gefallen. Das war wirklich toll. Also das ist einfach schön, so zum letzten Spiel bei so einer Spannung, die ganze Anspannung im Körper, bei den Fans, bei den Zuschauern, bei den Spielern. Das war einfach super für uns. Und ja, nach gefühlt einer halben Stunde ungefähr
war das Spiel vorbei und dann war einfach nur noch Jubel angesagt, Freude angesagt. Der ganze Verein, die ganzen Zuschauer freuten sich und so kann man in die Sommerpause gehen. Das war's.